Hi Leute, in dem Video, ja, ihr seht, ich bin hier in dem Death One wieder drinne, wie ihr seht. Ja Leute, ja, anders kann ich das auch nicht sagen. Hier im Death One spielt sich nun mal alles ab, was diese Karten betrifft, Leute. Also Leute, ihr schafft das schon, also gebt nicht auf, verzweifelt nicht. Aber vorher werden noch andere Aufgaben erledigt, bevor es wieder hierzu geht und ihr das gewinnen könnt. Ne? Also Leute, ich hoffe, euch gefällt das hier. Mir gefällt dieser Ding hier auch. Und ja, ihr schafft das schon, Leute. Ich glaube an euch. Und ja, ich würde mich mega freuen. Ja, die Leute sind ja auch schon wieder am Start, mein Manager. Und ja. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Mehr weiß ich auch. Ja, ich würde mich echt mega freuen, wenn ihr meine Livestreams wie auch Videos anschauen würdet, mir ein Abo endlich mal da lassen würdet, die das noch nicht getan haben, die mich nur angucken. Wäre echt mega nice und vielleicht auch bitte, bitte ein Like da lassen. Ja, und jetzt fliegen wir hier nochmal ein bisschen durch den, ja, Parcours. Ich versuche es zumindest, Leute, ich bin nicht der beste Flieger hier. Ne, hier müsst ihr alles durch, also ihr dürft nicht auf den Boden fallen, darüber springen, dann hier lang, dann da lang, ja, dann das nächste Level, dann müsst ihr hier hoch, rum und zack und bla und dann geht's hier weiter. Ja Leute, ich versuch's gerade, hier müsst ihr irgendwie runterfallen von da oben, na, dann da drauf, irgendwie auf den Checkpoint, dann geht's weiter, müsst ihr die Fallen austriggern und wieder hochspringen. Ja, ich fliege immer ein bisschen zu weit, Leute. Tut mir leid. Ich versuche immer das Beste. Ich bin nicht der beste Flieger hier. So, ich muss dann hier oben, glaube ich, irgendwo. Ja, weiter, Leute. Ja, das war natürlich wieder aus der Map. Aus dem Sinn, aus dem Verstand. Da ist 11, ja. Genau. Ja, dann geht's runter, war das. Ja, aber... Ja, dann geht's runter. Dann geht's da weiter. Ja. Hoch. Dann geht's nach oben da. Dieser Parcours ist wirklich möglich. Ich würde ihn ja euch gerne zeigen, wenn ich es könnte. Aber ich gebe es ehrlich zu, ich kann nicht. Hä? Warum lösen die jetzt aus? Was war das denn für ein Effekt? Weil Tamara weil sie ein anderes Team ist, deswegen. Ah ja. Okay, jetzt bin ich aus Versehen wieder zurückgeflogen. Das war mein Fehler. Nee. Du bist richtig. Ja. Ich war doch richtig. So, dann springt er hier so lang und bla und blub und dann ist er hier lang. Und ja, es ist möglich, auch wenn es so schwer aussieht. Dann müsst ihr hier über diese Automaten da irgendwie springen. Dann müsst ihr hier hoch laufen. Und dann bin ich wieder zu weit gewandt. Ja. Dann müsst ihr hier lang, da ist 22. Und dann müsst ihr hier euch entscheiden. Ich wüsste, wofür ich mich entscheide. Nein, ich entscheide mich natürlich dafür. Und dafür. Und dann seid ihr auch wirklich Ehrenmann oder Ehrenfrau, fehlt da noch. Dann müsst ihr hier weiter drüber. Dann müsst ihr hier lang. Da einen aussuchen, links oder rechts. Ich nehme natürlich rechts. Ja, rechts war natürlich wie immer richtig und ich bin irgendwie in der Wand gelandet. Naja, egal. Ja, Leute. Dann nimmt er natürlich, was ihr nehmen wollt, links oder rechts und kommt dann weiter und dann geht's, ja, wenn ich fliegen könnte, irgendwie weiter bis zu einem Level 31. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Das soll es mal mit dem Video jetzt gewesen sein. Weil ich finde den Anfang jetzt gerade eh nicht. Aber macht nichts. Ja, und hier draußen die Sachen, die seht ihr ja eh nicht. Aber ich zeige es euch einfach mal hier im Video. Ja, hier ist einfach nur Aufbausachen gegeben, die man so gebraucht hat. Ja, Leute, aber wir gehen jetzt mal wieder rein in den Death One. Oh, ich bleibe jetzt hier bei Level 3 mal stehen. Dann kann ich auch zurücklaufen. Und bin wieder am Anfang. Ja, Leute, ich wünsche euch hier viel Spaß heute Abend bei dem Death One. Also, Leute, aber davor
kommt noch was anderes. Eine andere Karte, eine andere Map, bevor wir das hier anfangen, dass wir die Karte gewinnen können. Ja, aber vorher ist noch ein bisschen Abo-Zocken, Gruppenspiele angesagt. Wir sehen es dann, wie der Abend verläuft. Ich mache das flexibel, spontan. Und wir sehen uns dann bis heute Abend 19 Uhr. Und danke für den Jesko-Tanz.